Mit dem Mittelmotorsportwagen R8 setzt Audi dem Imagewandel der Marke, der nun bereits seit Jahren erfolgreich umgesetzt wird, die Krone auf. Bereits von Weitem sieht man ihm seinen Auftrag an, das anspruchsvollste Marktsegment, der Sportwagen, neu zu sortieren. Und das gelingt ihm mit perfekter Verarbeitung, aggressiver Optik, herausragendem Handling und einem Preis, der ihn zu einem echten Angreifer macht. Mit einem Grundpreis von rund 104.000 Euro dürfte er den einen oder anderen Sportwagenbesitzer anderer Marken schwach werden lassen und zudem klarstellen, dass Audi nun definitiv im Oberhaus der Sportliga angekommen ist. Das 420 PS starke V8 FSI-Triebwerk, der permanente Allradantrieb Quattro und die Aluminium-Spaceframe-Karosserie wurden von den Audi-Ingenieuren so homogen aufeinander abgestimmt, dass das Auto nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch im Alltag problemlos bewegt werden kann. Der Grund dafür steckt direkt hinter der ersten Sitzreihe. Der Mittelmotor treibt das in Neckarsulm per Hand hergestellte Fahrzeug in 4,6 Sekunden auf Tempo 100 und erst bei 301 km pro Stunde ist Schluss mit dem Vortrieb. Nur einen Fehler konnten wir entdecken. Monatelange Wartelisten, also ist der Audi R8 kein Auto für Ungeduldige.